In der Eurener Straße in Trier hat am Dienstagmorgen ein leerstehendes Gebäude gebrannt. Gemeldet wurde der Brand um 6.08 Uhr. Bei der Ankunft stand ein altes Ausbesserungswerk, Wohngebäude, der Dachstuhl und die dritte Etage in voller Ausdehnung, in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Trier löschte das Feuer, das im Dachstuhl ausgebrochen war, nach rund 3 Stunden. Aufgrund ihres schnellen Einsatzes gelang es der Berufsfeuerwehr Trier, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser zu verhindern. Der Sachschaden an dem Gebäude ist nach Einschätzung der Kripo Trier eher gering, da sich die Bausubstanz in einem sehr maroden Zustand befand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wegen fehlender Installationen schließen die Brandermittler jedoch einen technischen Defekt aus. Wegen der Löcharbeiten war der betroffene Abschnitt der Eurener Straße bis etwa 9.15 Uhr voll gesperrt.